So, Hallöchen, liebe YouTube-Freunde und Hallöchen, alle Leute im Livestream. Erstmal ein schönes Wochenende wieder gewünscht. Weiterhin ein schönes Wochenende gewünscht. Da muss ich für die YouTube-Leute, ich muss euch mal was kurz erzählen. Ja, wir haben voll die immer Diskussion gehabt über Tanzverbot, über die anderen YouTuber, über Gott und die Welt, über diesen Märte-Typen da und alles Mögliche. Das war eine hitzige Bumsdingse im Chat, ja. Und es ging rauf und runter, zum Schluss noch ein bisschen Politik und die Weltherrschaft und Parteien und es war voll tierisch was los und alle waren leicht erregt im Schlüpfer. Das war total spannend gewesen. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit, Mann, ich muss Lulu machen gehen und ich muss Games machen. Ich bin nicht dazu gekommen zum Games machen. Und ich habe dann auch noch mitgeredet, habe dann wieder angefächert das Feuerchen und dann halt brannte es weiter und loderte in der Ewigkeit des Seins. Und für YouTube-Leute, wir haben es, ich zeige euch mal das auf dem Dingsbumser. Habt ihr das gerade gesehen? Ich zeige euch mal auf mein supergeiles, absolut schweineteures Handy hier. Warte mal. Ja. 5.10 Uhr fangen wir jetzt an mit dem ersten Spiel, Counter-Strike. Ja? Normalerweise Counter-Strike, dann ein bisschen Bogen, ein bisschen Bam, Bambi. Jetzt geht es erst tierisch los, also jetzt geht es erst richtig los eigentlich. Um 5.10 Uhr bei Hypnos World. Und wir haben es gerade festgestellt, bei Counter-Strike, ey, die Söhne, also die sogenannten Hurensöhne, wie man sie nennt, ja, ist ja so, bei Counter-Strike bist du automatisch ein Hurensohn, die pennen alle, die schlafen alle. Ey, das ist unglaublich. Und die Musik, die spielt andauernd nur Schlafmusik, die Radiosender. Ey, das ist Samstag-Party-Time-Zeit. Da fangen die an rumzuschlafen. Alles darf nicht wahr sein. Da wird nicht geschlafen, Mann. Was ist denn los mit den Leuten, Mann? Nicht bei Hypnos World. Wir nicht. Wir schlafen nicht. So, ich gehe mal wieder zum Dingset. Bei uns macht diesmal mit Olle DGA. Ich nenne ihn aber immer Dagi TV. Der heißt aber DGA TV. Und der versucht ein bisschen mitzukämpfen. Und wir versuchen durchzurushen bis zum Ende der Welt. Und mal gucken, ob wir alles hinbekommen. Ich schalte erstmal um. Und mal sehen, ob das alles läuft. So, Sound resumed. So, da bin ich wieder. Dagi, sag mal nochmal um. Oh, bitte. Ja. Dann spricht der irgendwie so ein bisschen bärisch manchmal. Ist zwar super geil, verstehe aber kein Wort davon. Ist aber auch egal, Mann. Und ja, das heißt, dann können wir jetzt ja loslegen mit Matchmaking. Und gucken, was uns erwartet bei dem ersten Spiel dieses Abends. Ja, so, jetzt geht's endlich los. Activated in the Losgehen-Modus mit so vielen Menschen in the Cook-Modus zu so einem Fighting-Teil und so. Also, das heißt, Wettkampf. So, ich würde gerne reinnehmen. Ach so, ich muss ja eine Lobby aufmachen. Ja, du musst mich erstmal annehmen. Nee, ich mach auf. Ich bin der Imperator diesmal. So, warte. Ich muss eine Lobby aufmachen, mit Freunden spielen. So. Mal meine Freundschaftsanfrage an mit dem Smurf. Ach so, mit dem Smurf. Moment, ich muss gucken mit der Dingsbumse. Hallöchen, sagt jemand. Hallöchen. Bist du das da, der da Dings? Ich hoffe, du bist jetzt der du bist. Der du bist oder nicht. So. Aber ich spiele mal nicht die Maps, oder? Ich spiele mal Mirage. Ja, wir gucken mal. Ich stelle was zusammen. Ich stelle was Episches, so richtig feucht-fröhliches zusammen. Also zum Beispiel Austria mit rein, Mirage, Inferno mit rein. Ich würde sogar mal Cash wieder nehmen, obwohl ich da ein bisschen drüber. Cobblestone lasse ich erstmal draußen. Du spielst alle Karten, oder? Hast du irgendwie eine Aversion gegen irgendeine Karte oder sowas? Dagi? Warte mal, ich schreib's dir, Cash. Wie, du schreibst mir, welche Karten du nicht magst, oder wie jetzt? Da kannst du machen. Was du machen, hä? Warte, ich gucke, was du machen. Ups, warte mal, wir sind aus der Lobby irgendwie raus. Oh, was ist denn jetzt wieder los? Nochmal. Jetzt gerade gepiept. So, warte, jetzt bin ich drin. Und nochmal. Nochmal das Ganze, nochmal. Nee, lass uns mal die spielen. Die sind voll cool, Mann. So. Genau, Hallöchen. Zum zweiten Mal. Halt zum zweiten Mal, Hallöchen. Wir nehmen Italy mal raus, oder? So, hast du was gegen irgendeine Karte oder so? Nee, egal. Egal, oder? Ja, logisch. Als Pro-Obermeister muss man praktisch alles spielen. Ich lass mal die anderen, ich nehme mal noch Kenneth und Dust und Italy, die kommen sowieso nicht, wenn Mirage und die Dinger drin sind. Aber nur so, dass halt auch der Schließmuskel sich freuen kann und entspannt ist. Deswegen würde ich sagen, nimm mal die mal mit rein noch und kann ja sein, manchmal passieren ja auch Wunder, haben wir auch schon erlebt. Ansonsten haben wir jetzt Cash, weil wir Cash nämlich auch noch mit rein. Dann haben wir jetzt die Oberburner. Wie gesagt, kommt sowieso Mirage, Cash, Inferno oder Austria. Das sind im Moment so die Burner irgendwie. Und gerade um die Uhrzeit kommt wahrscheinlich sowieso noch Mirage wahrscheinlich. Was tippst du? Was wird kommen? Was ist deine Meinung? Mirage. Du sagst Mirage? Okay, dann sag ich
Weil wenn ich jetzt auch Mirage sage, ist langweilig, also muss ich ein Gegenspieler sein. Ich sage mal, es kommt Inferno dann. So, wollen wir losstarten. Bist du bereit? Können wir starten? Ready, go, go. Go, Control! Achso, scheiße, ich war noch, ich soll jetzt Control! Okay, jetzt wird ernst. Jetzt ist vorbei mit lustig, denn jetzt heißt es Mörder sein. Jetzt, warte mal, es geht nicht. Oh nein, du bist zu stark. Dir kommt irgendein Spruch. Nein, du kannst nicht mitmachen, Dagi. Oh nein. Du kannst nicht mitmachen, guck mal. Hab keinen niedrigen Smurf. Ja, das heißt, du musst warten. Du musst also warten, bis ich praktisch so fett bin, dass du praktisch, wenn du kommst, praktisch nur noch einen riesen Schatten siehst und dich hinter meinen immer mäßig geilen, global geskillten Titel verstecken kannst, sozusagen. Das heißt, du kannst leider erstmal noch nicht mitmachen, bis ich praktisch so fett geskillt bin, dass du praktisch nur noch blass wirst, wenn du mich siehst oder so. Tut mir leid, erstmal, Dagi, okay? Dann muss ich, dann geh ich erstmal, ich mute mich dann erstmal oder geh erstmal raus aus dem TS und dann müssen wir mal überlegen, wie wir zusammen irgendwas spielen können. Wie gesagt, Logik kannst du zum Beispiel mitspielen oder andere Spiele oder so, okay? Dagi? Freilich, Okay, freilich. bis dann, also, tschüss erstmal. Tschüss erstmal. So. Disconnected. Geht also nicht, scheiße Leute. Dagi fällt aus, scheiße, ich bin alleine. Ich bin allein und ich bin wieder allein, allein. Und ich bin allein. Kacke. Planänderung, meine Damen und Herren. Spontane Planänderung. Dagi ist zu gut, erstmal. Aber ich werde noch eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Counter brechen. Dann bin ich global und du rennst hinter mir her. Doch dann kenne ich dich, dann kenne ich dich nicht mehr. Irgendwie war das Lied anders gewesen, oder? Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Counter brechen, dann bin ich ein Star und sie rennen hinter mir her. Doch dann kenne ich sie, dann kenne ich sie nicht mehr. Also die mich halt nicht mögen oder so. Ja. Ja, Mann, so. Bei Counter-Strike natürlich. Bei Counter-Strike. Ich bin ja schon manchmal rausgevotet worden. Für die, die mich rausgevotet haben. Ja. Sag ich nur. So. Ihr Söhne, ihr seid nicht mal Hurensöhne, weil ihr mich rausgevotet habt. Wenn ihr mich gerade hören könnt. Ihr seid nicht mal Hurensöhne wert, sage ich euch. So. Planänderung. So, jetzt hier. Geh mir mal auf den Keks, Alter. Geh mir mal auf den Keks. So. Okay, Mann. Gestern Abend CS auf der 2. Um eine Ecke gestreit. A Headshot dabei. Dings sagt, macht er. So, scheiße, jetzt bin ich ohne Dagi hier. Ich habe gedacht, der kann so ein bisschen Rückendeckung geben. Jetzt muss ich allein mit mich. Ihr könnt jetzt mal alle voten. Wird Cosi mal wieder rausgevotet werden? Oder nicht? Votet mal wieder. Könnt ihr mal einen Plus im Chat machen? Oder für die YouTube-Leute? Ja oder nein? Was meint ihr? An der Stelle, jetzt muss ich das kurz stoppen, ein Voting machen und wieder weitermachen. Und für die Leute im Livestream könnt ihr mal Plus oder Minus machen. Also Plus heißt ja, Minus heißt nein. Was meint ihr? Werde ich rausgevotet oder nicht? Also Plus heißt ja, Minus heißt nein. Oh, guck mal, Digga fällt mir gleich an den Rücken. Alter Schwede, Alter. Der fällt, guck mal hier. Und Janik auch. Guck mal, wie sie mir an den Rücken fallen hier. Die Söhne. Guck dir die Söhne an, wie sie mir an den Rücken fallen, ey. Ist so ruhig, oder? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Es ist der Augenblick, wenn das Licht durchdringt, kannst du es spüren. Es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Alter, geht's jetzt mal los, ey, ist nicht wahr? Ich habe 80 Millionen Maps drin und es kommt jetzt. Ey, ich würde mich jetzt. Ey, hätte ich jetzt eine Wohnung, wo ich brüllen könnte? Ich muss hier leider sein, wir nehmen Kind da oben. Ey, ich würde jetzt sowas von losbrüllen. Ey, ich muss mich so beherrschen gerade wieder. Oh, ich kann schon wieder. Alter, wo schlafen die jetzt alle? Ich will Counter-Strike spielen. Ey, was ist denn los mit euch? Hör mal auf mit dem Scheiß. Ich habe alle Karten drin, die wichtig sind. Soll ich jetzt noch auf die Dust 2-Exa jetzt gehen oder was? Wo die ganzen globalen Elite-Spieler rumschlafen und die ganzen Cheater sich einen runterschubbern oder wie? Er sich halt meine Weintrauben, dann leck mich doch am Arsch mal. Mann, Mann, Mann. Und dann soll ich auch noch gepflegte Aussprache haben bei sowas. Ja, ich soll Counter-Strike spielen, soll in dem Livestream eine gepflegte Aussprache haben und dann passiert sowas. Und dann soll ich auch noch eine gepflegte Aussprache haben. Bei sowas. Wenn man ehrlich wäre, wie kann man denn da. Das ist ja wie beim. Das ist wie beim Fußball. Ah, jetzt auf einmal. Jetzt, wo ich anfange, eine Volksrede zu halten. Das ist wie beim Fußball.
Ich habe noch 15 Sekunden. Das ist wie beim Fußball. Ja? Du bist für die eine Mannschaft und die anderen schießen ständig Tore. Versuch mal da nett zu sein. Da sagst du auch, ihr verdammten Pisser, hört auf, immer an unser Tor reinzuschießen. 5 Sekunden. Control. Let's roll. Ja, jetzt habt ihr mal auf mich gewartet. Ja, weil ich auch warte auf euch immer. Ah, Mirage, sehr gut, dankeschön. Richtig sahnemäßig, voll cremig werden wir jetzt das Ding rocken, oder? Und wie euch, wie, ich habe jetzt wieder so eine Luschen bei mir in meiner Gruppe, Alter. Also mit Luschen meine ich, die keinen Bock haben, Counter-Strike zu spielen und sich irgendwie verlaufen haben, die wahrscheinlich eher lieber zur Teletami-Armee gehen sollten, um sich da mal, keine Ahnung, anstatt hier Counter-Strike zu spielen. So, ich brauche erstmal, gib mir mal die P90 zum warmen alles töten. Lass mir erstmal einer abgeht an meinem Schlüpfer hier. Da geht's schon los. Und die schleichen ja alle. Ich komme! Rambo ist in the house! Yeah, das macht Spaß. Wo seid ihr alle? Oh, wo sind denn die alle? Hast du mich gerade versucht mit einer Schrotflinte gegen eine P90 oder was? Ist das jetzt dein Ernst? Fängt ja schon gut an. Mit einer Schrotflinte gegen eine P90 oder was? Komm doch gleich mit dem Messer. Warum sterben die sterben ja alle? Alles Bots. Komm doch mal Gegner jetzt. Oh, der ist böse. Der ist böse. Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Schon wieder. Ruf dir mal eine andere Waffe, Alter. Mit der Schrotflinte kommst du nicht weit. Das ist so, als würdest du zu einer Schießerei mit dem Messer kommen. Ich weiß nicht, ob dir das mal einer erklärt hat. Alter, hinter mir. Genau, dir mal die Waffe angucken, Alter. Oh, ich bin so, Alter. Ich bin so ein Sohn. Nein, ich bin eine Tochter. Hör mal auf mit dem Schuss. Was habe ich da für eine Waffe überhaupt? Aus welchem Mülleimer habe ich mir die dann gezogen? So, gib mal Gas, Digga, man. Ich habe nur eine Waffe. Nein, ich brauche auch nur eine Waffe. Warte mal, da liegt was für mich. Oh, Alter, was? Ich war gar nicht auf diesen Waffenwechsel gerade vorbereitet, psychologisch. So, jetzt aber. Weste, Mütze, Unterhose und los geht's. Echt jetzt? Eine Granate, ja. Kann mal jetzt bitte mal einer meine Platzpatronen austauschen? Hinter mir, oder? Hinter mir, über mir, unter mir, überall. Ja, Mann, ich bin voll drin, oder? Mein Kopf ist dabei, ich bin voll dabei. Mit Schlüpfer, Leib und Seele, kannst du sagen. Nun, kann ich mehr kaufen? Cool, was ist denn jetzt los? Ach so, geht los. Mann, Alter, ich bin voll drauf. So, los, ich gehe und Schuss. Ah, okay, warte mal. So, ihr Hurensöhne, gebt euch Mühe, Mann. Let's go, ready to rumble! Ich bin dabei! 5 4 3 2 1 Action! Okay, alle bei A, alle bei B, alle bei B, alle bei B. Alle bei B, 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 B. Ich lauf den weitesten Weg. Ich bin so weit in der anderen Galaxie. So eine Scheiße. Wechsel mal bitte die Waffe. Dankeschön. Ist nett von dir. Sowieso schon zu spät. Oh, oh. Die Granate war geil, Alter. Die war gut, Junge. Digga, die war gut. Oh, da kommen sie alle. Mami, lauf mir weg, lauf mir weg. Scheiße, Mann. Die Granate war geil. Huhu. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Das heißt, das P250-Alarm in New Face. Ich schwimme, ich mal ein anderes Messer hätte. Das sieht so scheiße aus, dieses Messer, Mann. Naja. Für Counter-Seite und für die Terror-Seite brauche ich unbedingt irgendwann mal ein anderes Messer. Das ist einfach zum Kotzen. 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder bei B. Oh, nee, da ist noch einer. Echt jetzt?
Das war Jungle gerade. Wo ist denn der gestorben? Kommen die bei dem? Oh, die Kollegen, ja, super. Ich habe ja die richtige Turbo-Truppe. Ich hab. Warte mal, hast du da. Gib mir mal die Waffe. Dankeschön. Alter, schreck mich doch nicht so. Und ich bin der Einzige. Und ich habe keinen Entschärfungskit. Schaffe ich nicht mehr weg. Schwein gehabt, Alter. Ich hatte kein Diffusen-Kit, verdammte Scheiße, Mann. Aber wenn ihr alle so spielt, dann spiel ich mit der AUG. Dann seid ihr jetzt alle tot. Wenn ihr alle so spielt, seid ihr jetzt alle tot. Ihr seid nicht gleich tot, Junge. Alter. Wenn ihr alle so spielt, wenn ich euch so töten kann. 5? Ne, war es zu früh. Bla 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 bla. 5. 4. 3. 2. 1. B. Das war gerade Dings. Ach, jetzt auf einmal geht's, ja? Auf einmal geht's. Ach, war ich das an erster Stelle? Gebt euch jetzt alle Mühe, oder was ist? Dings, Quomp ist auf B. Rüber. Digga, ja, schlaf schön, träum mal schönes, Digga. Oh, und wer noch? Der muss noch safe an. Roll on! Ey, so dick bin ich nicht, dass ich unrolle, Mann. Warte, und jetzt? 5, 4, 3, 2, da sind sie schon. Okay, geht los. Ist der tot dahin? Sieht so aus. Ja! Was ist denn jetzt auf einmal los? Alter, was ist denn jetzt auf einmal los? Die Sterne, auf einmal geht's. Auf einmal stimmt hier was nicht. Oder haben die anderen Bots oder was? Nee, ein richtiger Spieler. Hä? Das soll jetzt einer verstehen. Aber gut, okay. Good luck, good run. Fünf. 4, 3, 2, 1, go. Okay, komm, keiner B. Ich hab den nicht gesehen da an der Scheißkante. Ich hab den nicht gesehen, Scheiße. Kriegen wir das noch gerettet, das Ding? Kann ich mir wieder eine AUG wahrscheinlich leisten, mal sehen. Hey, der Gern hat sich eine Dingsbumse geholt, das ist gut. Ja, kann ich mir locker leisten, ich hab 10.000, das ist schon mal gut. Okay, also eine AUG. Entschärfungskit, AUG, Helm, Mütze, Autoradio. Alles fertig. Okay, Mann, live. We are out of here. Yeah, Diggy. Leck my Diggy. Grenade out.
5, 4, 3, 2, 1. Wo kam der denn jetzt her? Hat er sich ein Loch gegraben? Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt hab ich abgelost mit meiner Datenbumse. Ich war zu entspannt gewesen. Ich war zu geschillt gewesen, Junge. Was für ein Game wieder. Das wird wieder eins dieser Games, wo du dir denkst, what the fuck, Alter. Dann wird wieder einer dieser Games. Aber ich scheine gute Leute zu haben. Ja. Aber die haben einen guten auf ihrer Seite, oder? Ja, da ist noch einer oben. Oben einer im Palace drin. Einer ist im Palace, einer ist im Palace, einer ist im Palace. Da ist einer im Palace oben, oder? Nee, achso, sind alle tot. Hat der den gewonnen? Ich muss mal gucken, wie auf der anderen Seite die Mariah Carey ist. Das ist ja wieder ein echt abgefahrenes Spiel, hier, muss man ja sagen. Gott sei Dank. So, noch einmal darf ich mir dann auch kaufen. Dann ist das Thema damit erledigt. Dann. Go, go, go. Go, Willi, go! Du machst da, okay, dann mache ich. Wenn du da rumdeffst. Abe, das war Abe. Fünf. Da sind sie schon. Oh, der ist gerade gestorben sogar. Alter, der macht mit seiner Ava alles tot. Hier voll die Action, das Spiel schon längst vorbei. Na, wenigstens sah es spannend aus, was ich gemacht habe. Ich habe wenigstens spannend gemacht. Auch wenn eigentlich völlig verblödet alles. Aber es sah auf jeden Fall extrem spannend aus, was ich gemacht habe. Warte mal, ich kaufe mal noch für den Notfall eine Pistole dazu. Ich kenne mich doch. Da mache ich total spannende Sachen, ja. Dabei ist das Spiel schon eigentlich entschieden. Und ich mache voll einen auf James Bond hier. Ja, echt jetzt? Boah, der wurde komplett hingerichtet. Vom ganzen Team hier. Zwei sind noch. Einer noch. Nochmal. Was ist hier eigentlich los, Alter? Einer hat schon 13 Kills. Hoffentlich cheatet der nicht. Aber wir haben ja gelernt, wenn der cheatet, ist das nicht schlimm. Weil der da ist ja nicht aus, ist ja nicht von meinen Leuten oder so. Ich fühle mich so gerade total überflüssig irgendwie so. Ich muss auch mal ein paar Schüsse gegen Sturmse machen. 5, ist so früh. Warten wir noch einen Augenblick. 5, 4, 3, 2. Macht, hallo. Kannst du, ja, Dankeschön. Wo ist denn der jetzt? Hat der den erwischt? Was ist denn der jetzt? Haben die sich alle gegenseitig? Darf mir so viel rumvisieren, das hört man ja.
Oh, jetzt hab ich mich erschrocken, Mann. Habe ich eigentlich irgendwas gemacht eigentlich? Ich stehe mal noch ein zweiter. Der andere hat schon 17 Kills. Ja, 17 Kills, Alter. 17 Kills hat. Ich muss auch was killen, Mann. Ich muss auf meinem zweiten Platz wenigstens bleiben. Ich muss auf meinem zweiten Platz bleiben. Jetzt aber nice. Pass mal auf, ich bin mal ein bisschen mutiger jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, wo schießt du denn immer? Sag mal. Lass mir auch mal einen Kill übrig. Jungle. Das hat gerade sich. Ah, da. Ja, ich habe einen Kill bekommen. Dankeschön, Dankeschön. Okay, dann sind die alle bei B. Hat der mich echt verfolgt, anstatt die Bombe zu blenden? Hier geht es gar nicht ums Bombeblenden, oder? Das ist eine reine Jagd hier. Aber der Typ, der gerade, der kam, der muss ja den ganzen Weg rumgelaufen sein. Der hat praktisch nicht mal im Windows irgendwas kaputt gemacht, um Lärm zu machen oder den Durchgang. Das heißt, die spielen ja, ich jag dich, ich bin dein Jäger oder was? Den geht es gar nicht ums Bombeblenden anscheinend. Weil der ist extra, anstatt die Bombe zu blenden, hat er versucht, mich zu töten. Also zumindest den hat gar nicht gejuckt, wo könnte die Bombe sein. Ich renne jetzt einfach irgendwie mal hinterher, um ihn totzuschießen oder was. Die sind hier nicht darauf aus, irgendeine Bombe anscheinend zu blenden. Spielen wir hier das Jägerspiel, ja, oder was? Na gut, dann kaufe ich mir jetzt gleich eine P90 und dann geht's los. Wenn ihr wollt, dann machen wir den Jäger. Mach mir den Jäger und den Winnetou. Hier stehen es schlecht. Auf der Suche nach dem Kill, Junge. Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? So, das habe ich alles schon. Ich habe alles Wichtige. Ich behalte erstmal auch die Augen, weil die jetzt wegschmeißen für eine P90, dann wäre ich ziemlich bescheuert an der Birne. Dann wäre ich ja ziemlich bescheuert, wenn ich meine Augen wegschmeißen würde für eine P90. Ja. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ey, der kam rückwärts aufs Gelände gelaufen. Ist jetzt nicht wahr, oder? Da war eine Awe, glaube ich, im Spiel. Nee, der hat den gerade mit einer. Sag mal, was war denn das jetzt? Verstehe gerade die Welt irgendwie nicht. Warte, ich will. Der eine läuft rückwärts rein auf den Platz. Der andere, was spielen die anderen denn da für ein komisches Spiel? Sag mal, ich verstehe die Welt gerade nicht. Naja. Ich würde mal sagen, so eine kleine Ködergranate ist immer witzig irgendwie so. Ja, ich kaufe mal eine Ködergranate. Ich finde die witzig. So. Das mache ich jetzt mal. Ah nee, warte, erst was kaputt schießen. Was macht ihr da alle? Fünf. Vier. Drei. Ah, ich wollte.
Ich wusste, dass ich sterben werde. Ich habe viel zu dämlich geschossen. Oh Mann, ich wusste, dass ich sterbe. Ich hatte extra eine Ködergranate gekauft, Mann. Die war so teuer gewesen, die Ködergranate. Granate. Die Ködergranate. Die Ködergranate, die war so teuer gewesen. Verstehst du? Weil die gibt's. Guck mal den da. Was war denn das, ey? Der steht da so am Karton. Hey, da kommt der einer. Ey, Scheiße, ich sollte mal schießen vielleicht. Sag mal, was ist mit dem? Was mit dem Gegner immer? Hier stimmt doch was nicht. Mausi, ja, schön. Mausi, schlaf schön, träum mal schönes. Seid mal ehrlich, die Gegner spielen komisch, oder? Die Gegner spielen irgendwie sehr komisch. Feeden die Gegner? Sind das Feedies? Danach machen wir Karten legen, oder? Danach legen wir die Karten. Na, Gott sei Dank habe ich diese Deal auf die auf der anderen. Oh, geil gestorben gerade. Also, Gott sei Dank habe ich die bin ich nicht in der Gruppe auf der anderen Seite. Gott sei Dank. Danke, danke, lieber Gott, dass du mich hast auf diese Seite der Dingsbumse geschickt. Danke, danke. So, warte mal, jetzt eine P90. Wir rushen jetzt mit P90. Und kauft man noch eine Pistole für, man kann ja nie wissen, ne? Und los. Jetzt geht's los. Jetzt rush ich durch die Gegend. Ey, wenn die so spielen, dann rushen wir jetzt. Ach man. Jetzt war ich, glaube ich, zu. Ich habe eben noch eine große Fresse und dann sterbe ich. Ich habe eben noch eine große Fresse gehabt und jetzt sterbe ich. Kannst du auch Karten legen? Naja, wir machen danach. Naja, was heißt kann ich? Ich erlerne gerade das Kartenlegen. Also wir haben die Community. Ich hatte die Community gefragt, hey Leute, wie sieht's aus? Wollen wir mal so ein bisschen mit Kartenlegen machen und so? Dann habe ich den Leuten so die Karten gezeigt und dann haben wir dafür Donation gemacht. Und dann haben wir uns die Karten besorgt. Und seitdem fangen wir ein bisschen. Sag mal, kriegt ja da mit dem Bock. Sag mal, was ist. Hier kriegt einer von anderen irgendwas nicht mit, oder? Die kriegen alle irgendwie gar nichts mit, so richtig. Und ich spiele gerade, ich spiele auch nicht gerade besonders, aber ich krieg nichts noch was mit vielleicht manchmal. Na, ich sollte lieber meine Schnauze halten. So, ich krieg auch nichts mit. So, wir sind alle doof. Wir sind alle doof, gemeinschaftlich können wir es schaffen. So, Dankeschön. Und let's los, move out, man. Digga, geile AWP. Ding sagt, hey, ich bin neu, was geht? Alles, alles, was du willst. Es geht alles, was du willst. 5, 4, 3, 2, 1, Kontakt. Wie nach Plan, oder? Es läuft immer nach Plan. Da, 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 da. Habe ich den Kill mitbekommen? Natürlich nicht. Weil du ein scheiß Typ bist. So, singen die Ärzte immer. Guck mal lieber nochmal im Palace nach, ob da vielleicht jemand rumpellese. Lululule. Alles, was du willst. Jetzt habe ich mich verraten, ich bin gelaufen. Jetzt um die Ecke gucken und sterben, richtig? Da war einer. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Warum war's noch? Warum ist noch einer? Ich sehe Erscheinungen. Ach so, bist es. Mann, mach da nicht so einen Scheiß, Mann. Ich jag die ganze Zeit Geister in dein. Dankeschön. Danke, dass du vor meine Flinte gelaufen bist. Danke dir, Mann. Und danke, dass du schlechter warst als ich. Danke dir, Mann. So. Das. Oh, Mann, lass mich doch mal in Ruhe trinken, Alter. Ich krieg voll noch die Bumsdings im Kopf von dem ganzen Stress. So. Bin schon so gestresst. Ich musste vorhin Fahrrad fahren im Livestream und alles. So, wo gehen wir hin? Wer hat die Bombe? Ich nicht. Sieht der Moment gut für uns aus. Ich gehe mal alle direkt. Okay, wir gehen alle direkt. Das war aber, ja, kam ja richtig flott um die Ecke, Junge, der Bruder. Der Bruder, der warme, der Bruder. Ja, wo ist denn jetzt die Bombe? Wer hat die Bombe? Hör mal, wo ist die Bombe? Jemand hat die Bombe auf jeden Fall. Der hat die Bombe und der läuft.
Er hat die Bombe und er läuft. Hast du die Bombe? Bombe läuft auf. Ah, du hast die Bombe. Okay, du hast die Bombe. Aber wir legen die Bombe nicht. Nee, nee, wir jagen richtig nach. Und jetzt Bombe planten. Na, gib mir mal die. Oh, eine Desert Eagle. Zeig mal her. Ja, ist doch recht nice. So. Dazu noch ein kleines Bumsdingse für zwischendurch. Eine P90 kann ja nicht schaden. Hilft auf jeden Fall bei Blähungen. So, dann mal los. Wo geht's lang, Diggers? Ich bin rückwärts runtergeschwommen, voll pro-mäßig, Alter. Habt ihr das gesehen gerade? Jetzt denken die anderen, ich bin pro. Nein, du bist. Ich spiele so scheiße, aber der Sprung war sowas. Ey, habt ihr gerade meinen Rückwärtssprung gesehen? Ey, der war so pro, der Sprung. Der Sprung war so pro. Oh, Alter. Du willst auch was töten, richtig? Wir sind Terroristen, wir müssen was töten. Wir sind Terroristen, wir töten. Wir sind geboren, um zu töten, für das Beste dieser Welt. Da hat jemand was fallen gelassen, ich hab dich gehört. Wo denn? Wo denn? Was denn? Wer denn? Ey! Ah, oh, jetzt war ich verwirrt gerade. Warum wird denn jetzt? Ja, ja, ja. Digga, Digga, man. Okay, dann nur Mütze, also dann nur Weste und dazu. Na gut, dann nur eine P250. Nee, kauf dir mal eine Tech. Kauf dir mal eine Tech. Yo, go, go, go. Alle B? Und hopp. Und hopp. Auf, nimm doch, Digga, nimm dein Messer in die Hand, Mann, alter Schwede. Warum nimmst du den verdammten Scheißmesser nicht in die Hand, Mann, ich halte im Kopf wieder. Falsch, lass uns alle nach A gehen, lass uns alle nach A gehen, lass uns alle nach A gehen. Gut, wir sterben jetzt alle B. Sterben wir alle B? Voll dir an. Oh. Flashback. Seht ihr? Und schon habe ich gespart. Ich habe gespart, ich habe gespart, denn der Kollege hat sie mir gerade geschenkt, seine AK-47. Das war so schönes, schönes Weihnachtsgeschenk. Mitte, ja? Okay, Mitte bin ich dabei. Mit der Mitte geht's voran. Denn wir sind ja alle Mann. Ich hab, mein Gefühl sagt mir, ich sollte wieder mal hier gucken. Und 5, 4, 3, 2, 1. Abflug. Da liegt gerade einer. Kann der auch mal sterben, dieser Sohn? Was schießt denn da noch? Was schießt du denn letzter gar keinen? Hier nimmt immer die Bombe. Hier scheint ja alle besser zu sein. So, was haben wir denn noch alles Leckeres hier? Ne, die schmeißt mir die Bombe zurück, Alter. Ich glaube, die Alter, aber die Fresse, Alter. Okay, dann A. Ich kann schneller laufen als ihr. Was ist denn jetzt los? 5, 3, 2,
1. Fuck. Für eine Waffe sammeln. Hey, da liegt eine Ködergranate. Die nehmen wir mit. Immer sammeln. Ist ja kostenlos. Oh, ich bin stehen geblieben. Ich wollte noch die Bombe. Boah, Bischbarpuff, ja, Beförderung. Oh, ja, ja, mega Peace, geil. Ja, Rang Silver 4. Yes. Echt jetzt? Bin ich gerade Silber 4 gewonnen? Schön, danke schön, danke schön, Mann. Ja, 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 ja. Silber 4. Yes. Yes. Silver 4 und ich habe ein geiles Spray-Ding bekommen. Warte mal, ich habe auch ein Dingsbums. Oh, ich habe mal einen Gummiadler jetzt, oder? Was bin ich denn jetzt? Globaler, aber ich habe doch noch irgendwie was anderes hier. Ich glaube, ich habe was anderes bekommen. Ich habe jetzt, der Adler wird immer goldiger. Ich bin irgendwas so eine Art, irgendwann bin ich ein Pokémon. Zeig mal her, ich habe doch ein geiles Spray-Ding. Yeah. Geiles Teil, Alter. Ich werde gleich erstmal einen neuen Spray ausrücken, aber mein Rib möchte ich erstmal nicht so aufbrauchen. Erstmal das andere Gelumpe weg. Jetzt hätte ich was wegrotzen gesagt. Das sagt man aber nicht. Das klingt so ungebildet irgendwie so. Ja, Mann. Sorry ist auch geil. Das hebe ich mir noch auf. Wenn ich so. Das hebe ich mir noch auf, mein Sorry. Genauso wie Rib muss ich noch ein bisschen aufheben, denn die Fratze ist geil. Denn der ist geil, der ist geil. Die sind fast alle geil. Bis auf. Weiß nicht so genau. Ah, das Messer. Aber es ist auch geil. Ich hätte gerne so ein Messer, hätte ich gerne. Weil es sieht immer bestimmt geil aus, so ein Messer. So ein Messer hätte ich gerne. Für beide Seiten irgendwie. Sieht bestimmt geil aus. Dann würde ich sagen, was sprayen wir dann erstmal weg? Die Flügel. Obwohl die manchmal was Episches haben. Na, ja, vielleicht. Eine Echo, was? Echo? Ne, eine Knarre heben wir mal. Manchmal sind die Flügel ganz witzig, aber manchmal untersuchen, ja. Echt jetzt? Ich bin Silber 4, Alter, ich glaub's ja nicht. Ich hab mich lange auf diesen Kampf vorbereitet, wurde von privaten Trainern angeleitet. Ich hab Marathon trainiert und viele Kampfsportarten. Und ich darf behaupten, ich gehöre jetzt zu den Harten. 1, 2, 3, 4. Ich spiele Counter-Strike so gerne. Na, 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 na. So. Ich habe einmal kurz falsche Tonlage gehabt, habt ihr gehört? Ich habe mich lange auf diesen Tag vorbereitet, wurde von privaten Trainern angeleitet. Ich habe Marathon trainiert und viele Kampfsportarten. Und ich darf behaupten, ich gehöre jetzt zu den Harten. War ein schönes Game gewesen irgendwie so. Ich hätte besser sein können. Auf welchem Platz habe ich zum Schluss eigentlich gestanden? Das habe ich gar nicht aufgepasst, Mann. Habe ich zum Schluss noch Platz 2 gestanden oder nicht? Hat jemand von euch aufgepasst? Wer von den Zuschauern hat aufgepasst? Habe ich zum Schluss noch auf dem zweiten Platz gestanden oder nicht? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich wurde immer schlechter anscheinend. Nein, das wollte ich doch nicht. Take flight. Was ist jetzt von mir? Öffnen, weiter, ne Märkte mal. Hast du das gemacht? Okay. Roger. Glaub mir, glaube Platz 3. Meinst du Platz 3? Silber 4, Leute. Silber 4. Ich glaub's ja kaum, Alter. Ich bin Silber 4, Mann. Danach kommt, glaube ich, Silber Elite, oder? Kommt da nicht schon Silber Elite? Ich muss gleich mal gucken. Komm, für die YouTube-Leute, wir gucken mal mit. Achtung. Komm, wir gucken mal kurz. Ich habe irgendwo das gespeichert, dieses komische Bumsding. Kleinen Moment, meine Damen und Herren. Und zum Moment. Oh nein, bitte nicht, nicht, bitte nicht. Oh, zu spät. Stoppen, stoppen, ja. Hat das noch gestoppt? Zu spät.
Ich wollte, jetzt muss ich den Chat nochmal und oh, der Browser kackt gerade tierisch rum. Ah, ich wusste jetzt, ah, ja, dann mach doch mal jetzt hier, das wollte ich haben. So. Nee, Silber 4, da kommt Silber Elite. Ja, und dann kommt Silber Elite Master. Ja. Silber Elite Master. Und dann bin ich nicht mehr weit entfernt von Gold Nova 1. Hyderpass bekommst, wenn du Lucky hast, echt gute Skins. Habe heute Glück gehabt. Was? Squire, die Rechtschreibkorrektur auf mein Handy macht wieder was ich will. Warte mal, durch den Hydra-Pass bekommst du. Was ist denn für ein Hydra-Pass? Was ist ein Hydra-Pass? Ey, stellt euch mal vor, wenn ich Silver Elite Master bin. Das heißt, jetzt muss ich weiterkämpfen für Silver Elite. Ja, ich muss einfach besser schießen. Einfach besser schießen, dass ich mehr Köpfe treffe. Ich schieße immer noch zu viel auf der irgendwo rum, auf den Kopf, auf den Hals und auf den Bauch und auf die Schuhe. Aber naja, diesmal habe ich auf jeden Fall ruhiger geschossen teilweise. Ich werde schon. Es dauert halt es dauert seine Zeit. Man kann ja nicht mit Gewalt globale Elite werden. Oh, wirst du sowieso nicht, Cosima. Wahrscheinlich habe ich für globale Elite gar keine Reflexe. Ich frage mich, wie weit ich kommen kann mit meinem Alter so. Ob ich es schaffe so bis. Ich frage mich, ob ich es schaffe so bis Master Guardian vielleicht sogar. Mal sehen, wo für mich Ende ist. Mal sehen, wo praktisch Ende Trende ist. Bestimmt bei Gold Nova Master bestimmt. Mal sehen, wie weit ich komme mit meiner Reflexe so. Wenn man sagt, das hängt auch mit dem Alter zusammen oder so. Mal gucken, wie weit ich komme. In CSGO. Was, CSGO? In CSGO. So, lass mir jetzt mal die Aufnahme werden. Für die YouTube-Leute. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, für die YouTube-Leute. Und mal sehen, wo wird mein Endskill sein? Was meint ihr so für die YouTube-Leute? Wie weit kann ich es schaffen? Also vom Alter her und von den Reflexen her. Schaffe ich es bis, also globale Elite wahrscheinlich nicht, oder? Aber vielleicht bis, weiß nicht, Gold Nova 1 vielleicht wenigstens. Wäre schon schön, oder? Oder vielleicht noch ein bisschen weiter, ich weiß es nicht. Weil manchmal bin ich ja richtig episch. Und dann aber andermal bin ich wieder sowas von. Sowas von, wo du denkst, oh nein, oh nein. Ja, so. Manchmal spüre ich sie alle schon vorher. Ich laufe dahin, wo sie kommen werden und töte sie dort. Das ist voll gruselig manchmal. Ich hab dann voll. Und wenn ich dazu noch richtig schießen würde, dann wäre ich total, dann würden alle denken, ich wäre ein Cheater. Weil ich laufe dahin, wo die kommen und schieße die dort dann tot. Dann denken alle, sag mal, wie macht denn, woher kann die denn wissen, dass ich da komme? Ja, das ist voll gruselig. Das ist wie ein Cheater, aber ich bin ja keiner. Das ist voll gruselig dann, oder? Und ja, ich habe diesen Instinkt und ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich weiß genau manchmal, wo die sind und dann laufe ich dahin und dann schieße ich die tot. Das ist voll gruselig. Vielleicht ist es auch daran, weil in mir so eine Art Talent schlummert. Oh ja, Cosima. Du bist das Kra. Ich bin ein ungeborenes Counter-Strike-Talent. Ja. Oder auch eher nicht. Naja. Mal sehen. Mal gucken, wo für mich Ende ist. Also, wo ich dann sage, okay, die spielen ja so gut, da habe ich keine Chance. Also, ich denke mal, globale Elite komme ich nicht hin. Und das siehst ja, wenn ich manchmal mit gegen globale Elite-Spieler, wenn die mit dem Smurf spielen, die ballern mir so schnell die Birne weg teilweise. Aber das machen die aber auch nur, weil die diesen Tanz drauf haben, diesen rechts, links, rechts, links, rechts. Ich übe das ja auch. So nach und nach. Ich vergesse das ab und zu mal wieder und dann laufe ich wie so ein Roboter. Aber ich mache das ja auch manchmal. Und wenn ich da noch gut drauf bin, so, also ich mache dieses du, 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 ba, 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 ba. Und wenn ich da noch meinen Instinkt habe und wenn ich da noch treffe, dann bin ich praktisch unbesiegbar. Das ist aber leider sehr selten, das ist das Problem. Ja, von 100% habe ich das vielleicht 1% mal so. Aber das habe ich. Da muss ich mein Adrenalin erhöhen sozusagen. Dann kriege ich das gleich hin. Aber das machen die globale Elite-Spieler andauernd. Das machen die durchgehend. Verstehst du? Bei mir sind das so Momentaufnahmen in der CSGO-Geschichte, kannst du sagen. Mal sehen, wo für mich Ende ist. Bin mal gespannt. Ich hoffe noch ein bisschen weiter oben, also auf dem Weg. Nicht, dass jetzt bei Silver Elite für mich Schluss ist oder so. So. Und weiter ein schönes Wochenende wünsche ich. Aufnahme.